Was ist los? Noch ein Video. Warum? Warum? Was? Warum haben wir das verdient? Free, erzähl uns das mal. Womit haben wir ein neues Video verdient? Weil ich kann wieder Videos hochladen. Was ist denn da ganz mit mir passiert? Was ist passiert? Was ist das hier? Haaren? Und hier? Ist viel passiert, Leute. Ich hatte keinen Bock, Videos, weil ich konnte keine Videos hochladen, weil Handys konnten nicht hochladen. Und dann, was soll ich machen? Soll ich meine Videos immer konvertieren oder was? Sehe ich aus wie eSalafist oder was, dass ich konvertiere oder was? Das Video von heute, das ist ein richtig durchdachtes. Richtig spannend vor allem. Ja? Ihr kennt es doch alle. Ihr chillt im Bett, wollt schlafen gehen und dann euer Lieblings-YouTuber macht ein Video. Man guckt sich das natürlich an, egal worum es da geht. Einfach nur um das Gesicht zu sehen, diese Feinheiten, diese markanten Gesichtszüge. Richtig geil einfach. Und ja, das biete ich euch heute. Ich putze mir die Zähne. Geiler Content, ich weiß. Ich würde euch gerne aus First Person zeigen, aber dann würdet ihr meinen Schwanz sehen. Ich bin nackt. Ich weiß, ihr würdet es gerne sehen. Ihr seid so ekelhaft. Ihr seid so richtig widerlich. Erstmal. Ich mache Tutorial. Erstmal spuckt ihr eure Seele aus mir. Puh. Dann ihr nehmt einen automatischen Bürsten. Ihr könnt natürlich auch mit Hand bürsten, aber das ist sowas von 2012. So, dann macht ihr hier einen Spritzer, aber nicht so viel, weil wenn zu viel ist, dann. Und ihr müsst auch immer testen, ob das Gravity widersteht, weißt du? So. Machst den Gravity-Test. Und wenn ihr richtig hart seid, dann macht ihr noch mit Risiko. Ihr macht übers Auge. Wenn ihr verkackt, ne, und das übersteht ihr den Gravity-Test, dann habt ihr das im Auge. Warum einfach? Weil Risk no fun, weißt du? Und dann machst du hier ein bisschen Wasser nochmal drauf. Das ist ganz wichtig, damit das hat keinen Grund. Das hat keinen Grund, aber das befriedigt einen. Macht Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf. Und dann nochmal ein Spritzer Wasser und frag doch nicht, warum macht man sowas? Frag doch nicht sowas. Man macht's einfach. Jeder von euch macht's, ihr seid so ekelhaft und keiner fragt sich, warum man's macht. Das ist einfach. Fragt sich doch mal diese Sachen einfach nicht, okay? Und dann macht ihr es schön. Das ist wichtig, dass ihr die Movements drauf habt. Dabei tanzen. Scheiße, hab's rausgefunden, ne? Mit aufpassen, ne? Wenn du dabei das Maul aufmacht, dann fliegst du überall rum. Passiert mir auch immer wieder. Muss man ein bisschen sauber machen. Aber ansonsten geht's. Boah, ich würde sogar meinen fetten, ekelhaften Bauch zeigen, Alter. Ich hab irgendwas am Arm. Aber ich weiß ja was. Das Video wird einfach voll angehen. Soll ich mal eine Room-Kack-Tour machen? Guck mal hier. Da gehe ich duschen. Da drüben. Das ist mein Utensilien, was? Schön hier. Hoch runter, immer. Sichtig, dass ich die Ohren nicht drauf habe. Ja, das ist ganz wichtig, ne, Schatz? Die ganzen Zähne bedecken, was? Die ganzen Zähne müssen bedeckt sein. Mit Scharfester. Ja. Du musst die Scharfester zu reinnehmen, oder? Du musst es genießen. Das macht man nicht jeden Tag. Ja, doch, macht man schon jeden Tag, aber egal. Manchmal hat man keinen Zahnpasta, weißt du? Und dann lässt man nochmal aus. Warum guckst du so? Das scheiße dir was an. Und dann kriegst du hinten, ah, guck. Guck dir hinten, ah. Das ist ein Gas. Ah, hinten, ah, Zahnpasta. Ja, dann hier.
Ja, ich kann auch mal kennen. Ja? Ja? Ja, Ich darf keine Musik mehr machen, leider. Normal, ich höre immer Musik dabei, dann kann man noch schön richtig abdancen, weißt du? Und dann, wenn du es weg hast, wenn du es rausspuckt, dann machst du noch schön auf die Zunge so. Boah, das muss man machen. Das muss man machen. Boah. Das gehört zur Routine einfach dazu, Alter. Man muss einfach manchmal. Das gehört. Das gehört einfach zur Routine dazu, Alter. Das gehört einfach. Das gehört einfach zur Routine dazu. Man muss auch einfach mal einsehen, dass das Leben, das ist nicht immer schön. Manchmal hat man auch was einfach. Manchmal wird man auch einfach benutzt. Ich lache immer mich selber. Ich finde meine Witze manchmal lustig, Alter. Ich bin so ein Behinderter. Ist so. Puh. Dann ist hier noch ein Zungenschaber. Das ist ganz wichtig. Und dann schön nochmal rein. Schön die Zunge abschaben, Alter. Boah, das ist gar nicht schön. Zähne putzen, das ist gar nicht schön. Fühlt sich mal an, als würde man misshandelt werden. Aber man macht's, weil das ist die Arbeit. Das ist wie Arbeit. Und dann nimmt ihr noch ein schönes Schlückchen von dem Listerine. Und dann, auf, aber nicht auf Ex, gell, ihr Junkies. Ihr Ekelhaften. Es brennt dich alles weg. Das brennt dich alles weg. Aber das muss auch sein. Schmerz muss sein. Überlegt euch, alles was ihr macht, muss mit Schmerz und mit Spaß verbunden sein. Und wenn ihr richtig, wenn ihr es richtig anstellt, dann verbindet ihr beides. Dann ist das so, dann ist das so das wrong feeling. Das muss immer Schmerz. Guck mal, jetzt bringe ich jetzt was bei. Das können Weisheit werden, krank werden, aber das ist einfach nur Weisheit. Schmerz und Spaß. Und dann macht ihr das so zusammen. Nimm irgendein Beispiel. Zum Beispiel Essen. Ja? Essen kann Spaß machen. Aber wenn ihr das noch mit ein bisschen Schmerz verbindet, zum Beispiel nicht kauen, sondern das ganze Ding runterschlucken, tut weh. Aber das ist diese Prise. Schmerz, weißt du? Oder was gibt's noch? Kacken. Einfach immer nur so richtig, ihr müsst immer so Brot und so essen, so Zeug, was so richtig drückt, weißt du, so richtig, wo man richtig harten, ekelhaften Schiss hat. Und dann habt ihr Schmerz und Spaß vereint. Das ist eine Weisheit, die könnt ihr überall anwenden. Nicht mehr irgendwas, ich kriege euch, ich... Ja, genug gelabert, Alter. Schon mal den Bart kennen? Soll ich euch noch zeigen, wie ich mich dusche? Ja, ich weiß nicht. Das wird richtig langweilig für euch. Aber, ja, komm. Ich bin so behindert, gell? Oha, man darf aber nichts sehen. Fuck it. Ey, am Ende vergesse ich noch, dass da eine Kamera ist und zeigt meinen Schwanz. Boah, hoffentlich nicht, ey. Mann, bleib doch stehen, Handy. So.
Und mein Handy kippt bestimmt um. Wenn es umkippt, dann Pech gehabt. Ich rede jetzt erstmal, weil ich mache jetzt Fenster auf. Ich mache jetzt Fenster auf und wenn die Nachbarn dann denken, ich rede mit jemandem, dann denken die, ich bin behindert. Okay? Macht mit, ihr dürft nicht reden. Genießt einfach. Genießt es jetzt einfach, die Show, okay? Wie ich mich duschen. Okay? Ich mache jetzt... Boah, wieso heiß, das ist so heiß. Das ist 0 Uhr, nee, 1 Uhr, 50 oder wie viel ist? Alter. Es ist wie viel Uhr? 1 Uhr 58. 1 Uhr 58, Alter. Ich bin so behindert. Ah, ich kann ihn noch aufbremsen, Alter. Immer so. Ah! Das haben wir gelernt, immer Schmerz verbinden. Aua. Und dann wegpusten. Das, irgendjemand macht das weg. Das verschwindet einfach. Pustet die einfach weg.
bin jetzt fertig. Boah, ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt ready for the hire. Ich muss mal gucken, ob irgendwelche Viecher reingeflogen sind. Das Fenster offen ist. Ja, also das war meine Abendroutine. Was ich gemeint habe, dieses mit Schmerz verbinden. Ihr könnt euch das jetzt nochmal vor Augen führen, was ich gerade beim Duschen gemacht habe. Ich habe am Ende nochmal kaltes Wasser gemacht. Ne? Ihr habt nicht vergessen, weißt du, immer eine Prise Schmerz, weißt du. Muss immer. Hallo, hopp dann. Kleine Wichser. Ich fiege euch. Ich fiege euch kaputt, ey. Verpisst euch. Boah, Alter, ich hab so einen ekelhaften... Boah, meine Eier, Alter, wie die hängen. Ich hab irgendwas gehört. Tschüss, ich geh schlafen. Fickt